Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, dass Sie diesen Gottesdienst hier mitfeiert. Sie, die vielleicht von außerhalb sind und auch ihr alle von unserem Bezirk Nürtingen. Gott, ich bin hier, wir sind hier, allein und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden. Und so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Immer wieder ja, so lautet die Überschrift für den heutigen Sonntag, für den heutigen Gottesdienst im Rahmen unserer 40-Tage-Expedition Methodismus. Immer wieder ja, sagt Gott zu uns. Und darauf antwortet der Psalmist aus Psalm 130 mit den Worten: Ich hoffe auf den Herrn mit ganzem Herzen und ich vertraue auf sein Wort. Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt. Das ist der Titel des Liedes, das wir jetzt hören und vielleicht auch zu Hause mitsingen. Worte aus dem Psalter, Psalm 130, der als einer der Bußpsalmen gilt. Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Herr, höre mein Rufen und vernimm mein Gebet. Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer Herr könnte da bestehen? Doch du schenkst uns Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen und vertraue auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist gnädig und sein Erbarmen ist groß. Er selbst wird Israel befreien von allen seinen Sünden. Lasst uns miteinander beten. Herr, auf dieses große Erbarmen hoffen wir tatsächlich. Denn immer wieder geschehen Dinge in unserem Leben, die wir so nicht geplant hatten, wo wir ja in die Irre gegangen sind, andere verletzt haben, etwas getan haben, was so nicht vorgesehen war. Und du vergibst uns. Dein Erbarmen ist groß, auf dein Erbarmen dürfen wir hoffen. Sag es uns auch zu an diesem Tag und in dieser Stunde.
Lass uns spüren, wie wunderbar es ist, angenommen zu sein und darauf vertrauen zu können, dass da einer ist, der immer Ja zu uns sagt. Segne jetzt diesen Gottesdienst. Segne du unsere Gemeinschaft miteinander. Und segne du auch Jürgen bei seiner Predigt, dass das, was er uns sagt, für uns zum Segen wird. Amen. Von Paulus aus dem Brief an die Römer, Kapitel 8. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Starb für mich.
Kann es sein, dass Gott mir gibt ein Anrecht auf des Heilands Blut? Ich formuliere es verständlicher. Kann es sein, dass ich es wert bin, dass Gott mir seine bedingungslose Liebe schenkt, die mir in seinem Leiden und Sterben die Vergebung Jesu für alle meine Verfehlungen zuspricht? Oder noch einfacher, kann es sein, dass ich okay bin, weil Jesus mich von allem freispricht, was dieses göttliche Ja zu mir, dieses Du bist gut, beschränkt? Eine 40-Tage-Aktion, so wie wir sie und andere Kirchengemeinden jetzt auch in dieser Passionszeit begehen, hat einen interessanten Nebeneffekt, den manche nur allzu gerne auf sich nehmen. Sie konfrontiert uns nämlich eigentlich nicht so sehr mit dieser Passionszeit oder nur in sehr gedämpfter Form. Sicher, an Karfreitag stellen wir uns dem unschönen Sterben Jesu, aber sonst klammern wir gern aus unserer Welt aus, was scheinbar nicht so recht in unsere Welt hineinpasst. Nämlich, dass Gott seinen Sohn hingibt, um den Menschen das Leben zu schenken. Dass dieses Motiv der Stellvertretung ungeschützt in allen möglichen literarischen Produkten, in der Fantasy-Literatur, aber auch sonst in Weltliteratur immer wieder auftaucht, das scheint uns nicht wirklich zu stören. Aber wenn jemand auf der Kanzel sagt, dass Jesus ans Kreuz ging, damit ich Vergebung empfange, dann wehren wir uns oft dagegen und hinterfragen dieses Liebes- und Erlösungsprojekt Gottes kritisch. Geht es denn nicht auch anders? Wenn Jesus auf dem See gelaufen ist und wenn Gott durch ihn aus Wasser Wein macht, warum kann er das nicht einfach machen, dass ich gut bin? Dass ich immer gut denke, fühle und handle? Warum hat Gott das mit der Passion und mit meinem Rechtwerden nur so furchtbar kompliziert eingefädelt? Halten wir also fest, ich denke, wir alle hätten nichts dagegen, wenn eine übergeordnete Schiedsstelle immer wieder sagen würde, du bist okay, mach weiter so. Ein bisschen ist das wie nach einer kurzen Nasenprozedur am Morgen die Kontrollanzeige von Corona uns grünes Licht anzeigt für bedenkenloses Begegnen und Bewegen, Freiheit für den ganzen Tag. Und morgen machen wir eben das Gleiche von vorne. Testen, negativ, los geht's. So wünschten wir uns doch das Leben. Und in der religiösen Variante, der liebe Gott als eine alltägliche Alles-ist-gut-Machmaschine. Trotzdem vermute ich, dass wir dieses Kann-es-sein aus dem Alltag sehr wohl kennen. Wenn die Partnerin morgens mürrisch uns anblickt, kann es sein, dass wir irgendwas falsch gemacht haben? Wenn eine Polizeistreife beharrlich über Kilometer hinweg hinter uns herfährt, kann es sein, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung übertreten haben? Wenn ich im Casting um die neue Stelle verliere, wenn die Mädels mich links liegen lassen, kann es sein, dass ich etwas nicht habe, womit alle anderen glänzen? Wenn mir immer wieder ein Unglück widerfährt, kann es sein, dass das Schicksal mich zum Loser erwählt hat? Und wenn es eben doch überraschend oder geplant an Sterben geht, wo jeder ja in der gleichen Weise Anfänger ist, wo ich mich schlecht darauf vorbereiten kann, nichts üben kann und mir daher keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, kann es sein, dass es doch Sinn gemacht hätte, etwas zu korrigieren, was zurückliegt? Kann es sein, dass mir doch entscheidende Akzente gefehlt haben? Kann es sein, dass ich meine Zeit hätte doch anders verwenden sollen? Kann es sein, dass ich nicht einfach alles erfolgreich durchziehen kann, meinen Wert und mein Lebensrecht mir selber schaffen kann? Kann es sein, dass es doch geschickt, klug gewesen wäre, wenn Gott mir ein Anrecht auf des Heilands Blut gegeben hätte? Ich kenne natürlich den kritischen Blick meiner Partnerin. Ich kenne die Situation mit der Polizeistreife. Ich war fast immer der Letzte, der
bei der Wahl in die Fußballmannschaft gewählt wurde. Ich kenne es aus der Begleitung von Menschen, wie oft sie an allen möglichen Stellen die Frage formulieren, kann es sein, dass ich gut genug bin? Kann es sein, dass Gott mich mag, wenn er dies oder jenes zulässt? Und auf dem Sterbebett, kann es sein, dass es doch nicht reicht, dass ich nicht in den Himmel komme? Ich kenne diese Frage aus dem Mund von Personen, zu denen ich eigentlich immer sofort antworten kann, natürlich reicht es, ist doch klar, vertraue darauf. Die anderen stellen die Frage in der Regel nicht so. Immer wieder ja, so lautet die Überschrift über diesen Gottesdienst. Kann es sein, dass Gott mich gut macht? Immer wieder ja. Eigentlich müsste das in jeder Rede des von dem christlichen Gott heißen, eigentlich müsste es in jeder Predigt auftauchen, immer wieder sagt Gott ja zu dir, so wie du bist. Ob das das Einzige ist, was zu dem Thema zu erwähnen ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber erst einmal gilt dieses Ja Gottes zu mir. Ich stolpere in meinem Leben immer wieder über einen Anlass, der mich ins Nachdenken bringt, der Selbstzweifel aufwirft, wo mir dieses Kann es sein plötzlich im Weg steht. Darum ist es wichtig, dass dieses Ja Gottes ganz zuverlässig und selbstverständlich zu meinem Lebensgepäck dazugehört. Ja, es ist und es bleibt, so wie in dem Lied, das wir gehört haben, ein großes Geheimnis, das mit dem Verstand nicht zu erklären ist. Karfreitag, diese Kreuzigung, sie gilt historisch als nahezu gesichert. Ostern, dieser überwältigende Neuansatz des Lebens aus dem Tod, des Ja aus dem Nichts heraus, das entzieht sich dagegen der rationalen, historisch begründeten Betrachtungsweise. Ostern wurde voller Freude über Jahrtausende hinweg tradiert. Es hat Menschen getragen im Leben und im Sterben. Es besitzt von daher aus der Erfahrung heraus eine Vertrauenswürdigkeit. Aber es bleibt Gegenstand des Glaubens, des Vertrauens. Gott hat Ja zu uns gesagt, indem Jesus für uns diesen Weg durch das Leiden und Sterben gegangen ist, damit er da, wo wir leiden und da, wo wir sterben, nicht allein sind, sondern von ihm begleitet. Gott sagt Ja zu uns, indem er seinen Sohn auferweckt hat, einen entscheidenden Neuanfang gemacht hat, an dem wir im Vertrauen auf ihn jeden Tag Anteil haben und immer wieder mit uns selber, mit den Menschen und mit dieser so zerbrechlichen Welt neu anfangen können. Neu anfangen. Das ist, wenn der Geist Gottes in uns Neues bewirkt. Heiligende Gnade. Aber neu anfangen ist nicht nur ein passives Geschehen lassen, sondern auch das aktive Ja von uns zu Jesus. Erst unser Ja zu Gott macht das Ja Gottes zu uns komplett wirksam. Es braucht unser Ja. Ich könnte viele Bibelstellen heranziehen, um aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, wie dieses persönliche Ja zu Gott aussehen kann. Denn genauso wie in der Bibel, so spiegelt sich auch in Biografien von Menschen, die mit uns leben, diese Unterschiedlichkeit in der Antwort des Menschen zu Gottes Ja wider. Jeder Christ hat einmal, aber auf eine ganz andere Art und Weise, vielleicht dieses Ja gesprochen. Eine meiner Kommilitonen im Theologiestudium war als junger Mensch alles andere als ein frommer Typ. Er hatte immer nur Spott übrig für die, die in die Kirche gingen und die einen Gott für ihr Leben brauchten. Eine einschneidende Erfahrung in seinem Leben hat ihn auch von einem Tag auf den anderen umgekrempelt. Und er hat von daher gesehen, dieses Ja zu Gott für sein Leben ausprobiert. Ein Ja, das ihm dann auch eine gewisse Konsequenz und Strenge verlieh, an der wir anderen uns oft stießen. Er hatte zuvor ganz viel Freiheit exzessiv gelebt
und wollte daher jetzt ganz bewusst auf vieles verzichten. Ich dagegen wuchs mit dem Gott auf, der Ja zu mir sagt. Meine Eltern lebten mir überzeugend und auch konstruktiv diese Liebe Gottes vor. Wenngleich trotzdem ich einen Gott der Moral kennengelernt habe und dieses bedrohliche Gottesbild mich lange begleitet hat. Aber zentrale Vorbilder, denen ich im Übrigen in meinem neuen Tätigkeitsfeld wieder begegnet bin, sie führten mich zu diesem Gott, der bedingungslos Ja zu mir sagt. In dem geschützten Rahmen von christlichen Freizeiten und Gruppen lernte ich, auch in der Auseinandersetzung, dass dieser Gott mich annimmt und dass er Ja zu mir sagt. Und daher antwortete ich mit meinem Ja darauf. Und da gab es Situationen, in denen auch Tränen flossen. Wenngleich es nicht eine einmalige Situation, einen einmaligen Moment gegeben hat, wo ich sagen würde, damals ist alles anders geworden. Vor allem, wer in einer solchen Situation steckt, dass er zu Gott Ja sagt, der tut das ja nicht aus einer Pflichtübung heraus, sondern weil es ihm ein inneres Bedürfnis ist, ein Überwältigtsein. Weil es geradezu befreiend ist zu sagen, ja Gott, ich auch mit dir. Ich möchte nun dennoch eine Bibelstelle einfließen lassen, die uns, denke ich, an dieser Stelle hilfreich weiterführt. Nadine Karrenbauer wird sie uns jetzt vorlesen. Aus dem Lukas-Evangelium sind uns zwei Bildworte gegeben. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornensträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Ein guter Mensch bringt aus dem Herzen gute Taten hervor und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das ist auch in deinem Reden. Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn dann die Flut kommt, stürzt das Haus ein und es bleibt nichts übrig als Trümmerhaufen. So steht es in Lukas 6. Hier ist die Rede von einem Hausbau und von einem Baum. Christsein ist wie ein guter Baum oder anders ausgedrückt, das Ja Gottes macht uns zu einem guten Baum. Natürlich kann ein guter Baum auch ein schön anzusehender Baum sein, vielleicht ein adrett zugeschnittener Bonsai-Baum. Damals zur Zeit Jesu und durchaus auch im schwäbischen dörflichen Kontext durfte man unter einem guten Baum allerdings einen Baum verstehen, der gute Früchte bringt. Und daher leuchtet es in unserem Kulturkreis ein, wenn Jesus behauptet, dass ein guter Baum eben daran zu erkennen ist, dass er gute Frucht trägt. Ergo, das Ja des Menschen zu Gott entspricht dem Fruchtbringen des Baumes. Nun überlegt sich ein Baum nicht jeden Tag neu, ob und was er für Früchte trägt. Vielmehr bedingt der Zufluss an Nährstoffen, die Bestäubung, vielleicht die Pflege, sicher die Witterungsbedingungen, was dann als Ernte dabei herauskommt. Klar ist auf jeden Fall, dass die Pflanze definiert, was für eine Frucht sie trägt. Ihre DNA bestimmt die Früchte. Und so legt Gott seine DNA durch den Geist
in unser Herz. Das Vertrauen auf ihn und die Bereitschaft, diese DNA umzusetzen, praktisch zu werden und so Frucht zu tragen. Die Früchte dieses Glaubens oder dieses Geistes beschreibt Paulus in Galater 5 wie folgt: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Begriffe aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, die vielleicht heute ein wenig aufgefrischt werden könnten. Aber diese Frucht sollte man von diesem Baum erwarten können. Und wie in der Natur auch, so gibt es in jedem Jahr eine andere Ernte. Mal fällt sie reichlich aus, mal ist etwas dünner, mal schmecken die Früchte lecker, manchmal sind sie ein wenig zu sauer oder was auch immer. Aber die Erwartung ist auf jeden Fall da, dass der Baum Frucht trägt. Die Erwartung ist da, dass das Ja Gottes, das Jesus Christus zu uns spricht, nicht einfach verpufft, sondern dass unser Ja daraus erwächst. Immer wieder Ja. Das gilt auch daher für die Antwort unseres Glaubens. Und es ist gut, wenn ich das Ja Gottes mit irgendetwas verbinden kann, was zurückliegt. Ein Ereignis, eine Erfahrung, ein Gefühl, vielleicht eine Person, die damals beteiligt war. Die reformatorische Tradition verweist gern auf die Taufe, die wir aber in der Regel nicht in Erinnerung haben. Dennoch ist es wichtig, an dieser Stelle die Taufe ins Gespräch zu bringen. Denn gerade die Kindertaufe unterstreicht, dass am Anfang das bedingungslose, voraussetzungslose Ja Gottes zu uns steht. In unserer methodistischen Tradition lebt dieses Ja auf, wenn wir offiziell in einem Gottesdienst anlässlich der Gliederaufnahme in die Kirchengliedschaft dieses Ja bestätigen, aussprechen. Dieses Ja sollte daher einen freikirchlichen Christen immer begleiten und ihm vergewissern, dann, wenn dieses Kann es sein aufkommt. Das zweite Bild, das Jesus gebraucht, ist das eines Fundaments. Nicht wer Gottes Wort hört und vielleicht irgendein Bekenntnis nachplappert, hat das Wesentliche begriffen, sondern wer mit seinem Leben auf das Ja Gottes antwortet, indem er dieses Leben auf ein belastbares Fundament stellt. Eben nicht auf Sand, wie in dem Beispiel dann eingeführt, dass alles anders ist als tragfähig in den Stürmen des Lebens, sondern auf massivem Fels, sodass uns nicht gleich alles umhaut, was das Leben alles anbietet. Wie sieht ein felsiges Fundament des Glaubens aus? Die Leserinnen und Leser der 40-Tage-Aktion konnten gerade in der zurückliegenden Woche entscheidende Elemente eines tragenden Fundaments kennenlernen. Da ist zum einen und ganz wichtig die Dankbarkeit in allen Dingen. Nicht nur die Dankbarkeit in den Zeiten, wo alles flutscht, sondern die Dankbarkeit auch für die Dinge, die so ins Leben von der Seite hineinkrätschen, die unangenehme Kurskorrekturen verursachen. Die Krise als eine Chance zur Veränderung dankbar zu erkennen und zu nutzen. So könnte es auch eine Psychologiezeitschrift formulieren. Neben der Dankbarkeit das Gebet. Das Gebet ist der ständige Kontakt, das Loben Gottes, eben das Danken, aber auch das Klagen und das Bitten. Es verbindet uns in einer tagtäglich heilvollen Kommunikation mit Gott. Die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen, die unserem Glauben entspringt, als eine gute Frucht des Baumes. Die Heilsgewissheit, das ist die Gewissheit, dass hinter jedem Kann es sein ein Ja, es ist so steckt. Gewiss sein können wir aufgrund der rechtfertigenden Gnade. Und hinter diesem Fachwort steckt einfach das Ja Gottes zu uns. Das Ja Gottes, das unser Ja bewirkt. Quasi die heilvolle Initialzündung.
Nicht in einer oberflächlichen Art und Weise, so Jesus liebt alle kleine Sünderlein und irgendwie wird schon alles recht werden. Nein, wir müssen diese etwas unbequeme Passions- und Osterbotschaft schon in dieses Fundament einbauen, damit es trägt. Wenn wir Jesus unser Versagen und unser Scheitern am Leben, das er zweifelsohne da ist, anbefehlen und ihn bitten, dass er aus diesem Unvermögen und Verweigern dennoch geduldig sein Reich baut, wenn wir bereit sind, immer wieder neu anzufangen und die Kraft von Ostern, die Kraft der Auferweckung Christi in Anspruch zu nehmen für uns und für unser Neuanfangen, dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott uns das alles schenkt. Für unsere Lebensaufgaben, aber auch für die letzte Aufgabe des Sterbens. Rechtfertigung, Heilsgewissheit, Passion, Auferweckung. Mit diesen Begriffen liegt so ein bisschen eine bleierne theologische Schwere auf unserem Thema. Wo ist da die Leichtigkeit? Wo ist da die Freude? Auch John Wesley stolperte ab und zu mal darüber, dass nicht Verbissenheit, sondern Fröhlichkeit der angemessene Ausdruck des Glaubens sein soll. Die Begriffe, die wir genannt haben, die helfen uns weiter, die Glaubensinhalte klar zu bestimmen, damit wir wissen, wovon wir reden. Aber machen wir es nicht zu kompliziert. Gott sagt durch Jesus Christus Ja zu uns. Die Geschichte von Passion und Ostern beschreibt dieses Ja. Gott möchte, dass wir unser Leben darauf aufbauen, weil es unser Leben erfüllt, weil es uns glücklich macht, weil es unserem Leben Freude, Kraft und Segen verleiht. Darum lädt Gott ein, uns durch unser Ja zu antworten, indem wir unser Leben auf dieses Fundament stellen. Und darum wünsche ich uns, dass es letztendlich unsere Bitte ist, die jetzt das Lied zum Ausdruck bringt. Unser Leben sei ein Fest mit Brot und Wein, mit Singen, mit der frohen Gewissheit, ja, Gottes Ja gilt. Wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen uns ihm anvertrauen und daher auch unser Ja sprechen. Amen.
Ich möchte mit uns beten. Barmherziger Gott, immer wieder sagst du Ja zu uns. Immer wieder schenkst du uns das, was wir fürs Leben brauchen. Deine Liebe, Kraft, Freude und Trost, Mut. Hab du Dank, dass du uns so begleitest, dass du uns begegnest. Immer wieder möchte ich das entdecken in meinem Leben und daher einen Blick für die Kleinigkeiten haben. Für das, was das Leben auflockert, was es leicht macht. Aber auch für die Kraft bei schweren Dingen, bei Nöten, bei Problemen und Fragestellungen, die wir nicht so leicht überblicken. Du weißt, wo wir da stehen, als Land, als Kirche, als Bezirk, als Familien oder im Blick auf unser eigenes Leben. Du kennst die kleinen und größeren Berge. Hab du Dank, dass du mitgehst. Du trägst sie nicht ab, aber du hilfst sie zu beschreiten. Guter Gott, und aus dieser Erfahrung heraus bitte ich dich, dass du uns immer wieder die Freude schenkst, Ja zu dir zu sagen. Wir haben es vielleicht einmalig getan. Wir können uns vielleicht daran erinnern. Wichtig ist, dass wir es immer wieder neu tun. An jedem Tag dankbar deine Liebe in Anspruch nehmen und deine Kraft und deinen Heiligen Geist für unser Leben, für die Aufgaben, die uns gestellt sind. Und so bitten wir dich für das, was uns in dieser Welt umtreibt. Wir bitten dich für die Nöte, für Menschen, die verfolgt werden, die auf der Flucht sind, die Angst und Gewalt erleben. Wir bitten dich für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, die heute stattfindet. Segne sowohl die Durchführung als auch das, was dabei herauskommt, die Menschen, die neu beauftragt werden. Wir danken dir, dass du mit uns gehst, mit dem, was wir an Nöten haben. Dass du uns erfüllst mit Zuversicht und Kraft und dem Vertrauen darauf, dass du immer an unserer Seite bist. Und so schenke uns deine Freude und deine Liebe. Tröste uns in unserer Not. Halte du uns in deiner Hand. Und höre uns, wenn wir gemeinsam zu dir kommen, mit dem Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich wieder ganz herzlich danken für alle, die auch diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Die Namen sind nachher am Abspann zu lesen. Und nun geht in diese neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Thank you.
Thank you.